In Bayern ist es natürlich zum einen eine große Herausforderung, Fachkräfte zu finden. Wir konkurrieren in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie mit den großen klassischen Unternehmen, typischerweise aus der Automobilindustrie, Bayern, in München, in Ingolstadt. Und hier haben wir natürlich die Herausforderung, entsprechende Fachkräfte zu gewinnen, auch in dem Kontext dann Softwareentwicklung, Elektronikentwicklung, Elektromobilitätsentwicklung, mit denen konkurrieren wir und das ist die größte Herausforderung für uns. Wir sehen aktuell sehr große Herausforderungen als Unternehmen in der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Zum einen haben wir sehr große Abrufe, um neue Fahrzeuge aufbauen zu können, die wir mit Getrieben ausstatten. Und zum anderen müssen wir einen Stau an Innovationstätigkeiten auflösen. Das heißt, wir haben ja einen sehr großen Bedarf auch an Partnern aus der Industrie, diese zwei Herausforderungen zu bewältigen. Das heißt ganz konkret auch neue Lieferanten zu finden, die uns unterstützen bei Teilefertigung, bei der Versorgung. Aber auch Partner zu finden, die mit uns gemeinsam neue Produkte entwickeln. Der Mehrwert für andere Partner im SVI liegt darin, dass sie an einem Netzwerk teilnehmen, das schon ein Stück weit etabliert ist, durch das Bayern Innovativnetzwerk zum Beispiel, von dem wir dann auch profitieren werden. Weiterhin eine weitere Verknüpfung zum Beispiel in die Wissenschaft rein, durch die Universitäten, die auch mit vertreten sind und durch die Frau Dr. Kern als Sprecherin der Wissenschaftsseite. Und hier die Verknüpfung dann zwischen der wirtschaftlichen Seite und der wissenschaftlichen Seite. Das ist ein sehr großer Mehrwert für alle, die in dieses Netzwerk mit reinkommen. Und ich kann das nur empfehlen und dazu raten, uns anzuschließen.